Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit der Regierungsrätin Susanne Hochuli. Liebe Argovia-Hörerinnen, liebe Argovia-Hörer, gehören Sie auch zu den Schnäppchenjäger? Regt sich Ihnen all den Jäger und Sammler, wenn Sie Prozent und Rabatt sehen, leuchten? Pilgern Sie am Wochenende auch über die Landesgrenzen, um von der Euroschwäche zu profitieren? Keine Angst, ich führe kein Verhör durch mit Ihnen. Und ich finde es auch völlig legitim, wenn wir uns das Leben weder schwerer noch teurer machen, als es ist. Aber manchmal frage ich mich schon, auf Kosten von wem profitieren wir, wenn wir Schnäppchen jagen? Und bilden wir uns ab und zu nicht einfach ein, wir brauchten etwas, weil es so unverschämt günstig ist? Ich weiss, mit diesen Worten begebe ich mich auf ein ganz heikles Terrain, weil irgendwo streckt jetzt der Moralapostel seinen Kopf durch die Tür und das will ich gar nicht. Eigentlich geht es mir nur um das. Jagen und Sammeln ist total in Ordnung. Das Gen tragen wir schliesslich seit Jahrtausenden in uns. Die gescheiten Jäger und Sammler jagen und sammeln aber nur, was sie im Moment oder in absehbarer Zukunft brauchen. Und nicht, was sie nur haben wollen, damit sie es haben. Übrigens, wenn ich von den Jägern und Sammlern rede, schliesse ich die Jägerinnen und Sammlerinnen mit ein. Ich gehöre nämlich auch zu denen. Aus den Ferien schleppe ich regelmässig einen ganzen Koffer voll Stein, Schwemmholz und Muscheln mit heim. Ob ich sie je brauche, weiss ich zwar nicht. Aber es ist schön, sie zu haben. Und weh tut es auch niemandem, außer meinem Rücken, beim Heimtragen. Liebe Argovia-Hörerinnen, liebe Argovia-Hörer, ich wünsche Ihnen erfolgreiche Schnäppchenjagden. Sie müssen nicht immer in Franken und Euro sein. Die Regierungsrätin Susanne Hochueli. Exklusiv bei Radio Argovia.